Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Ihr wolltet mein Setup sehen und das ist mein Setup. Meine jetzige Ausrüstung, ich habe die Bald Eagle. Ich habe gedacht, ich nehme einen Sniper dazu. C4-Sprengsatz, Munitionskiste und natürlich den lustigen Knüppel. Mit dem knüppeln wir mal richtig durch die Gegend. Dann wollen wir mal. Nur ein kleiner Einbruch. Ganz klitzekleiner Einbruch. Wer macht denn hier draußen ein Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Richtig. Alles nur dreckige Geldwäscher. Kein Alarm. Cool. Wozu auch? Den Scanner öffnen, das ist eine gute Idee. Objekt markiert, Objekt markiert. Wir können zwei Beweismaterialien finden. Ist es der falsche? Das sollte gehen. Ein Beweismaterial haben wir gefunden. Macht Spielchen. Ausrüstung? Da können wir wieder unsere Ausrüstung bearbeiten. Na gut. Wie sieht es mit dem Ding aus? Ich versuche mein Glück einfach. Was ist mit dir? Was guckst du so dumm? Was ist da auf dem Tisch? Da auf dem Tisch? Hier liegt nichts auf dem Tisch. Aber hier war ich schon geguckt auf dem Tisch. Ich schau mal hier. Dämlicher PC. Das sieht gut aus. Da am Computer. Ist das ein Brief? Der hier ist es. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Jetzt werden wir angegriffen. Ach, Scheiße. Was habe ich gesagt? Zu vorhersehbar. Hey, da! Und das sind keine Kraft. Nee, aber den schieße ich in die Fresse. Wieso ist der nicht verreckt? Ihr habt alle gesehen, dass das ein Headshot war. Das ist ich doch verrückt. Auf den Nachtisch. Such dir eine Position und halte sie. Na? Gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Hier ist das hier, lieber. Ah, das ist mies mit der Waffe, aber nicht stark. Ein Schuss, ein Treffer. Komm rein. Um genau zu sein, die sind schon längst drin. Hier los, ey. Versteckt sich da ganz unten. Kann ich irgendwie nie glauben. Tucker, 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 tucker. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch viel mehr. Stich stellen sich da alle auf. Konnte gar nicht richtig reinzukommen. Da duckt er sich. Ich glaube, ich gehe nochmal meine Ausrüstung bearbeiten. Ich bin nicht zufrieden mit der Waffe, auch wenn die ziemlich stark ist. Ja, Moment, Moment. Wir haben ja immer schön die Wahl. Ich habe leider keine Waffen, die muss man alle aufheben. Oder halt bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Mission machen hier, Mission machen da. Die P90. Nämlich eine schöne Spraywaffe. Macht schön den Counter-Strike. Schnell und effektiv. Gute Arbeit, Mendoza. Ja. Lernt man so einiges. Übrigens, wir sind unterwegs hierher. Scheiße. Einfach hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Das ist auch ein Kinderspiel. Einfach nicht treffen lassen von dem dicken Mann mit der Shotgun. Wo, auf dem Helikopter? Wow! Shit! Ja, sicher! Ey, das Spiel, das ist so dämlich an manchen Stellen, das geht gar nicht. Nimm dir den Stick, renn hin, krieg null Deckung, werd voll niedergemäht. Geil. Da kann ich aber gar nichts machen. So, schnappen wir uns jetzt den Stick. Komm nämlich hier wieder rein. Stick hier. Hey, wir müssen das durchziehen. Nimm dir das Ding! Scheiße, ich muss hier raus. Renn! Oh mein Gott! Rein in den Wagen.
Scheiße, keine Sau. Was soll ich machen? Schieß den doch schon voll in die Birne. Fuck, wir sind geliefert. Oh nein! Wieso steigen die nicht aus und geben uns den Rest? Erstmal alles scannen. Okay, doch nicht, doch nicht. Ist okay, ist okay. Ist okay. Um die Ecke. Oh, oh! Entschuldigung. Die haben die gleichen Waffen, ne? Das ist so doof. Gib mir noch mal ein paar neue. Spray, spray, spray. Noch einer hier am Turn? Ich sehe euch alle. Alles cool. Der macht gar nichts. So typisch. Ja, wir haben einen Partner, aber hey, ich brauche nicht schießen. Warum auch? Geht's jetzt weiter oder muss ich nach irgendwas Bestimmten wieder suchen? Oder habe ich hier noch einen, der noch kraucht? Was ist mit dir? Hier ist doch keine Sau mehr. Soll ich hier raus? Soll ich hier rüberspringen? Ich tu's. Nö, nope. Oder soll ich mir einfach eine Karre schnappen? Wie zum Beispiel die hier. Ja! Nix wie weg hier. Und der sitzt auf einmal mitten im Auto. Ins Flussbett. Oh oh, soll ich hier überhaupt lang? Ja, ich glaube ja. Ins Flussbett. Weg hier! Verdammt, was für ein Theater! Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Lang. Erst müssen wir rüber. Der Bobblett hier. Er ist auf Kangs Schrottplatz. Nicht weit weg. Kann ich die Datei nicht lesen? Kai, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch dort vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay. Verstanden. Wir melden uns. Jo, wir melden uns. Was die Lady will, kriegt sie auch. Okay, wo muss ich hin? Mir sagt keiner was. Alles klar. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Uma. Dann wollen wir mal. Du mir Deckung? Okay. Andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe. Ich habe ja nicht viele, was total doof ist. Ich denke, keine Waffe ist momentan so gut. Ach, scheiß drauf. Keine Waffe ist momentan so gut wie die P90. Da kann ich mir mal rein. Wir ballern. Erstmal scannen. Alarm ist da auch. Ich wollte da schon reinstürmen. Goddammit. Was läuft denn hier? Wer sieht mich denn da? Ich hätte von da drüben den Alarm ausschalten können. Einen gezielten Schuss. Hier ist keine Sau. Ich muss den Alarm ausschalten, und zwar dringend. Da ist die Box, aber die ist zu weit weg. Hat sich was bewegt. Fuck. Fuck, egal. Ganz schnell den Alarm deaktivieren. Oh nein, 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 nimm doch die andere Waffe. Wieso nimmt der nicht die andere Waffe? Shit. Der hat gesessen. War aber gar nicht schlecht. Nur die andere Waffe nicht gezogen, als ich nachgeladen habe.
Krieg mal gebacken, das ist einfach. Hast du das mit Kex vor Augen gehört? Die Typen hier. Moment, ich hab C4. Keine Hups. Ahnung, was die sich einbilden. Wenn Kex hups. Hackt er dir in die Hände ab. Ich weiß von gar nichts. Und ich will's auch nicht wissen. Ich mach nur mal. Hände hoch! Ich bleibe hier! Fast tot, ey. Trifft der auch noch? Das Wahnsinn, wie die bei jedem Schuss treffen. Ist egal, ich überlebe das. Was geht? Scheiße, Mitch. Gute Arbeit. Finde ich auch. Jetzt habe ich echt Angst vor dir. Mal los. Hey Mann, ich kriege keine Luft. Ich kriege keine Luft. Ich helfe dir ja schon. Ist der hier drin? Das habe ich nämlich gerade in die Luft gejagt. Wo zum Teufel soll der sein? Aha. Beweismaterial, Designkoffer. Brauchen wir nicht. Hier vorne vielleicht? Doch, irgendein Affe gerade geschrien. In einem Truck? In einem Haus? Für die ganzen Beweismittel eh nicht. Ah, da oben vielleicht. Volltreffer. Lass mich raten, Boomer. Oh Mann, danke. Du bist Kais Freund, oder? Kais Freund? Nicht wirklich. Was haben sie mit dir gemacht? Es ging um die Dateien, die ich für Kai ziehen sollte. Sie haben mich beim Runterladen erwischt. Wollten die dich in eine Schrottpresse stecken? Du kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben es auf die Spitze, Mann. Aber du hast die Dateien, oder? Natürlich, auf meinem Laptop. Und der ist in meinem Wagen. Und der ist auf der anderen Seite des Lagerhauses. Und da ist alles voller Wachen. Fuck! Am sichersten bist du im Kofferraum. Was? Nee, vergiss das, Kemosabi. Ich komm mit. Bin gleich wieder da, ich versprech's. Mann, ohne meine Keycard kommst du nicht ins Lagerhaus. Hey! Danke. Hey! Nein! Hey, Mann, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und so haben wir den ausgeknipst. Kein Stören, Idiot. Das war gar nicht cool. Das war nicht cool. Sehr uncool. Das war mega cool, würde ich sagen. Auf der anderen Seite des Lagerhauses. Hui, dann wollen wir mal. Ja, das wimmelt da wirklich voller Wachen. Okay, ganz schön. Der Song geht mir echt auf die Eier. Okay, cool. Ich mein's, mach's leiser. 10 Millionen Handschellen. Frisch aus dem Arsch. Keine Bewegung. Okay, Mann. Jetzt haben sie mich gesehen. Oh, Scheiße. Yeah! Endlich mal Explosion! Oder fass ich dann an? Wird doch nicht die ganze Zeit die Leute verhaften. Mein Gott, wo bleibt die Action? Okay, sieht gut aus. Dann schnapp mir den Laptop und weg hier. Okay, das war schon die andere Seite. Okay, ich nehme mal kurz Munition mit. Yeah. Haben wir denn den scheiß Laptop? Oder muss ich doch noch eine Etage weiter? Boah, endlich Ruhe. Ich weiß nicht, was auch, warum das ein komisches Beweismaterial ist, aber ist ja okay. Draußen. Wo ist der scheiß Laptop? Der muss da oben irgendwo liegen.